Telena und Mila war es bis jetzt am besten. Den, den ich immer denke, nö, geht nicht. Komischerweise so. Konten, hast du schon mal was vom Konten gehört, Telena? Nein. Willkommen zurück zu Dead or Alive 5. Wir spielen mit Telena und schauen, was wir hier für Kostüme haben. Das Standard und viel nicht unlocked. Ui, ganz viel. Das wäre was. Kostüm 13. Wäre auch nicht so schlecht. Dann wissen wir immer dasselbe. Also, oh! 18 hatten wir das schon. Ich muss mal nachschauen überhaupt. So, ich hätte dieses Kostüm ausgewählt. Wir nehmen aber das hier. Und ja, es gibt noch mehr Parts, also nur keine Hektik. Wir machen das hier. Ich werde mich sehr blamieren, weil ich mit dieser Camry nicht viel kann, aber wir legen jetzt mal los. Ich habe verschiedene Stile, merke ich gerade. Werde ich wieder rein. Okay. Von mir aus. Und immer schön diese erste Fight, damit schön die Fraps da nach unten drückt. Das war jetzt auch so klug, aber für den ersten Kampf ist gar nicht mal so übel vonstatten. Ja, chill deine Nuggets. Sonst chill ich sie dir. Eigentlich wollte ich jetzt gerade greifen, aber wenn man nicht will. Besiegt. Nochmal bitte. Ja, das muss ich ja sein. Slow motion. Sagt man dem. Doch kinoreif, oder? Ach, jetzt fangst du auch noch so an, mich einfach weg zu bashen. Lass ich aber nicht zu, weißt du das? Tut mir leid, dass es nicht flüssiger läuft. Es wird bald besser sein. Und besiegt. Danke. Hat was Anmutiges. Muss eben was für ein Thumbnail haben, ne? Dass ihr es wisst. Na, aber immerhin. So viele Luftritte heute oder was? Einfach mehr, als er immer in die Höhe schlägt. Dann kann ich aber arbeiten. Aber damit anfangen. Ja, keine Panik. Alles gut. Ja, es wird schon wieder flüssiger werden, nur sind die zwei Arenen, die sehr viel Speicherplatz brauchen. Einem etwas älteren PC. Ja, leid. Ist gut, chill deine Nugget, sonst chill ich sie dir. Sag's euch, chill sie ihm. Hab's ja versprochen. Das ist was für Thumbnail. Mhm. Onoka, lange nicht mehr gesehen. Wie geht es, die alte Pflaume? Hey.
So geht's. Ich genieße es einfach. Gespannt, wer hier als nerviger fünfter Gegner kommt. Danke. Ich sage ja gar nichts. Ich bin ja auch Cosplay-Fan. Ich dachte, sie kann doch fliegen. Ja. So ist's fies. Kann eben auch fies sein. Autsch, das war mein Kopf. Dafür gibt sie mir eine Aspirin aus. Zwei Aspirin. Prüge sie als die Rasen sein muss. Drei Aspirin. Luftschläge sind ja ganz was Fieses, ne? Das muss man uns einig sehen. Ah, falsch angefangen. Nur blocken, ganz billig. Wenn du nicht richtig kämpfen willst, kann ich das auch. Geht doch, ohne Probleme. Ja, ich finde das sieht gut aus, Thumbnail. Irgendwie. Und dann vielleicht. Nein? Okay. Berühmte fünfte Gegner. Das ist gar nicht mehr so aufsehenerregend. Jetzt komm ich gut, komm ich klar. Bis jetzt. Timing ist bei Helenius A und O. Chill doch mal deine Nuggets. Falsches Timing. So sieht gutes Timing aus. Helena und Mila, was bis jetzt am besten? Den, die ich immer denke, nö, geht nicht. Komischerweise doch. Was mich sehr überrascht. Aber gut. Autsch. Hab mich im Flug abgefangen, das ist ja gar nicht nett. Das darf ich auch mal? Nein? Okay.
bist dann fertig, Mann. Oder mit deinem Austoben. Dann kann ich dann mal... Ja, das war billig. Konten? Hast du schon mal was von Konten gehört, Elena? Nein? Man merkt's. Ja. Ohne Konten verliert man eben. You'll enjoy this, trust me. Ready? I don't have time to play games with you. Der eine Bodentouren oder was? Das, wieso kriegst du auf die Mütze? Aber bin ich ja, Helena. Sind wir da gleich bei der Gleichheit momentan? Von der Ferne? Ja, ich habe meinen mein Monitor etwa 5 Meter weit weg. Kein Spaß. So, haben wir es dann? Ich frage ja nur. Ich war das jetzt mein Move, aber lass es. Darf ich auch mal? Nein? Okay. Es wird mühsam. Selber mag ich nicht. Irgendwie mache ich die nicht. Ich weiß auch nicht so. Ich konnte einfach nichts. Okay. Darf ich vielleicht auch mal wieder? Nein? Okay. Nur eine Frage. I don't have time to play games with you. Das Problem war, Serva ist das krasse Gegenteil von Helena. Bei Tina hat es das genützt mit diesen Kampfen, diesen Ausschweifen. Aber Serva, die haut dir einfach voll eine rein, wenn du da ein bisschen zu fest herumfuchtest. Und da muss ich mit Tiefschlägen arbeiten, damit
ich nicht getroffen werde. Also selber war da wirklich eine harte Sau. Ich war einfach zu direkt und du hab und mit, wenn ich auch Kombos gemacht habe, ja, die HBL-Leiste weg, dann haut die fünfmal richtig rein und dann war das schon wieder rausgeglitten. Das war jetzt sehr, sehr heftig. Was ich gesagt habe, ne? Ihr habt ja gemerkt, dass ich hier mit Tiefschlägen arbeiten musste. Was noch was? Ja, das mit dem Werfen ist oft nicht so. Ach. Also vergessen. Hey, du machst da ein Kinderspiel dagegen. Der macht so viel. Oh, ich bin der Stärkste. Das bringt nichts hin, du. So, jetzt bin ich gespannt. Das könnte mühsam werden. Oh, die macht auch viel mit tiefen Schlägen. Das kann mühsam werden. Mit Betonung auf kann. Auf kann. Jetzt geht's. Jetzt geht's sogar sehr gut. Aber sobald das die mich richtig unter Druck setzt, hab ich verloren. Ah, oder... Okay, bis jetzt einfach. Sieht vielleicht nicht so aus. Aber wer es Dead or Alive kennt, jetzt merken. Ja, ja, schnelle Schläge. Weil tut mir nicht weh. Das war auch Server eine ganz andere Liga, Server. Ja, ja, ja. Das ist alles Pumpi. Das tut mir nicht weh. Das kann sie 10 Mann hintereinander machen. Das tut mir nicht weh. Hä? Gut, ich will auch mal wieder zum Schlag kommen, aber lassen wir es. Die Benommenheit nervt mich einfach, aber was soll's. Bei Helena ist das größte Problem, sie ist zu sehr immer benommen. Kaum Schlag abgekickt, benommen. Kaum ein bisschen gekontert, benommen. Das ist das größte Problem von Helena, ganz ehrlich. Das nervt extrem. Du kannst nicht richtig kämpfen, wenn die nach dem Schlag herumdackelt. Das ist schwierig und mühsam. Hey dir! Das ist mühsam, wie Sau. Ich meine ja nur. Seht ihr? Das Ganze herumgetorkelt. Es ist nur ein bisschen getroffen hier. Du kannst so nicht kämpfen. So geht das nicht. Das ist mühsam. Nehmen wir mit tiefen Schlägen ab. Das Problem ist, sie macht es genauso. Das ist... Nein, siehst du, das ist... Geht's ja nicht. Wenn du keinen Schlag landen kannst, weil sie herumtorkelt, hast du nicht gewinnt. Und sie haut einfach mal rein. Ja. Keine Chance. Games with you. Get ready, fight!
Ready, fight! Sobald Helene ins Talken kommt, hast du verloren. Da geht schnell mal die halbe Energieleiste drauf. Das habt ihr jetzt gemerkt. So, mal schauen, ob ich hier was Gutes für ihr Thumbnail finde. Gar nicht so. Hallo, Sandra? Nein? Okay. Ihr glaubt es mir jetzt vielleicht nicht, aber ich habe die ganze Zeit was aufs Gesicht gesaugt. Das muss ein bisschen ansprechend sein. Also, ansprechend ist es sowieso, aber ich meine jetzt. Also, nur mal zum Sagen, wenn ich jetzt ein Thumbnail machen will, so, nee, oder so, oder von mir aus so, nein, denn das, genau so wäre absolut kacke für mich, für mein Verständnis. Das Problem ist, ich kann nicht die Kamera nach oben oder unten. Also, ich meine jetzt die Kamera. Den Kameraausschnitt. Ein bisschen mehr Kopf wäre schon nicht schlecht. Aber gut, lassen wir es. Ah ja, keine Netzwerkverbindung. Ich weiß, ich hab's ausgeschaltet. Tut mir leid. Ja, ich war nicht so gut. Mit Alpha war ich am besten. Kam mir gar nicht so vor. Nein, ich wollte nicht genau kämpfen. Nein, ich kämpfe nicht erneut. Will doch nur... Ach so, ja, stimmt. Aus irgendeinem Grund ist hier bei mir Start auf R3. Wieso auch immer. So, wir nehmen als nächstes. Im nächsten Part geht's weiter mit Kokoro. In einem schönen Zelt aus Kleidung. Also, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.